aus wie ein Pokémon-Jäger. Du oder ich? Du. Ah, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Retro Relation, der Nummer 19. 19! Und auch wir sind nicht vor der Hitze gefeit. Ich würde sogar sagen, vor allem wir nicht, denn was viele gar nicht wissen, ist, dass wir hier in einem Dachgeschoss uns befinden. Hier an der Schräge zu erkennen, da hinten. Hier. Ganz leicht. Das ist. Mein Kopf. Es ist die Hölle. Ich habe mein mobiles Klimagerät besorgt. Das ist der Himmel. Aber so viel nur dazu. Freunde. Wir schauen uns jetzt erstmal wieder ein paar Sachen aus dem Internet an, welche ich gefunden habe. Ein paar Dramen, die sich da eventuell abgespielt haben oder abspielen. Lass mich mal gucken hier. Da muss ich jetzt, passt zum Beispiel gar nicht zusammen. Ja. Oh, warte kurz. Ich weiß gar nicht, wie die Bildreihenfolge hier zustande kommt. Ich muss es mal kurz abordnen. Das schneide ich raus dann natürlich. So, abgeordnet ist es. Und hier haben wir ein wunderschönes SNES Super Nintendo zu sehen. Und das ist noch nichts Besonderes. Da fehlt zwar die Oberschale und so Zeugs, aber unten steht, habe das Teile, auch schön ins Deutsch, auseinandergebaut und gereinigt. Leider hängt die Konsole nach dem Start. Tja, da ist die Reinigung wohl fehlgeschlagen. Da ich technisch nicht begabt bin, bastel ich da lieber nicht daran rum. Also ist schon passiert. Wie die Bilder zu entnehmen ist, handelt es sich in Summe um zwei Konsolenboxen und einmal dem, jetzt muss ich kurz das Bild wechseln, Innenleben. Denke, man bekommt das wieder hin. Ein Freund meinte, dass man das Ding in Alufolie packen soll und in den Backofen, damit die Kontakte wieder funktionieren. Keine Ahnung, ob das stimmt. Probieren wollte ich es nicht. Bei Fragen einfach melden. Versand möglich, drängt aber der Käufer. Okay. Also das Ding in den Backofen, ich glaube, das habe ich auch mal gehört, so, ne? Dass wenn diese Lötstellen da zu versteift sind oder zu irgendwie verkalken oder irgendwie so veroxidieren, dann muss man die Lötstellen halt eben erneuern. Und im Backofen kann man das halt so ganz sanft machen. Aber wenn alle Lötstellen halt eben erneuert, das ist halt das Ding einfach. Die werden einfach ein bisschen angehitzt und dann, aber das ist so schwer zu timen einfach. Ne? Das ist halt fast unmöglich, das zu schaffen, dass man das wirklich so genau hinbekommt. Aber naja, ist eine Methode, die vielleicht funktioniert, aber keine Garantie. Das weiß man, keine Ahnung. Ober- oder Umluft? Ober- oder Unterhitze? Fragen über Fragen, das ist völlig recht. Meine kleine Kappenfreundin. Ich weiß auch nicht, wie das gemeint ist. Naja, egal. Dann haben wir hier ein wunderschönes Tetris. Ganz simpel, also fehlt halt einfach nur links oben die Ecke. Immer schade, wenn man es. Immer schade, natürlich, aber Tetris ist auch echt. Tetris ist der Wahnsinn, was das immer noch kostet, obwohl es so viele Unmengen davon das gibt. Stimmt, ja. Als damals ausgeliefert wurde. Dann haben wir ein wunderschönes Battletoads in Battle Maniacs. Ein wunderschönes Modul, also wirklich, das ist nicht nur eingemockert ohne Ende, wie ihr seht, sondern es wird auch noch komplettes Label. Ist auch mal interessant zu sehen, wie so ein Modul ohne Label aussieht, stimmt, ne? Ja. Mit diesem kleinen Plastiknippel da hinten drin, also wo das Plastik. Spritzpunkt, wo das Plastik gegossen wird und abgetrennt wird quasi. Auch interessant. Spiel ist funktionsfähig, wurde getestet, das Cover fehlt und es ist auf der Rückseite vergilbt. Auch noch dazu, okay. Überweisung und PayPal vorhanden, so völlig selbstverständlich, also das ist überhaupt kein Problem. Nintendo mit Doppel-E geschrieben. Okay, aber für 12 Euro muss man sagen, Battletoads ist schon günstig, aber trotzdem. Für den Zustand? Kein Label, ist halt echt schwierig. So, haben wir hier ein wunderschönes Gargoyles-Modul, auch voll für den Gameboy. Auch hier wieder hat irgendeiner gemeint, er müsse es schwarz anmalen oder schwarz anstreichen in irgendeiner Form, damit es cooler aussieht. Ja. Sieht aus, als wäre das unsere Couch. Wenn ich mich echt interessieren, wie gut man das wieder herstellen kann. Also allein mit einem Schmutzschwämmen und sowas, wie das möglich ist, ohne das Label zu verletzen. Aber er ist auch aufs Label drüber gegangen, siehst du? Ja, unten. Ja, unten gleich drüber. Das ist halt auch fies, ne? Naja, schade drum. Habe auch keinen Preis mitgenommen. Hier fehlen die Klappen komplett, die Schutz... Staubschutzklappen, also man nicht. Ich prognostiziere, dass dieses SNES nicht mehr lange leben oder nicht lange lebt, denn wenn so viel Staub in den Schlitz da gerät, dann wird es mindestens wird's ein paar Kontakte auf Dauer dann irgendwie total verstauben und dann werden die Spiele nicht mehr richtig laufen, wenn das die ganze Zeit ohne Klappe da rumsteht, auf jeden Fall. Dann raucht man am besten noch und dann ist alles perfekt. Stimmt, super. Wunderschön. Dann hier auch ein Klassiker wieder, Label fehlt. 3 Euro Donkey Kong Land 3 ist halt ein guter Preis eigentlich für Donkey Kong Land 2. Ach, guck mal, das ist aber überhaupt kein richtiges. Das ist eine Fälschung. Wie ihr oben am Game sehen könnt, habe ich im ersten Moment gar nicht gesehen. Das Game oben ist wieder. Aber wer macht denn sowas? Letztens habe ich aber. Wenn ich doch fälsche, dann mache ich doch wenigstens richtig, oder? Letztens auf eBay habe ich auch ein Spiel gesehen, wo der Verkauf war auch Game. Ja, das gibt es öfters eben, ja. Das kommt vor. Auf Flohmärkten auch voll oft zu sehen, solche Kopien. Also durchaus nichts Besonderes. Und dann als letztes haben wir hier noch eine ganz sonderbare Aktion. Und zwar ist es hier, hat es das hier auch mal irgendwie zerschlagen anscheinend, das Super Nintendo. Und dann wurde es wohl verklebt oder mit gut gemeinten Kleber hier zusammengebappt wieder. Trotz.
Naja, das ist natürlich auch abenteuerlich, aber es kann natürlich immer noch funktionieren. Das ist ja, Nintendo ist ja bekannt dafür, dass die Geräte einiges aushalten. Auch ja, wenn genau. die Schale komplett weg ist, kannst du es ja trotzdem noch benutzen, das SNES. Ich glaube, hier ein Tesaband überhinkelt oder sowas. Keine Ahnung. Okay, dann war's das von der Horrorshow. Oder mit der Horrorshow. Wir kommen zu Games, Games, Games. Und zwar eBay Games. Kein Flohmarkt dieses Mal wieder, aber dafür schöne Schnäppchen aus dem World Wide Web. Wir werden surfen. WWW. Genau, also nicht WWE, sondern WWW. World Wide Web. Womit fangen wir an? Moment, lassen wir erstmal gucken hier. Weiß ich, was ich weiß. Und zwar fangen wir mit einem wunderschönen Bündel von Gameboy-Spielen an. Das war das letzte Mal ja schon Thema. Schon und wieder? Ich bin echt im Gameboy-Fieber, muss ich sagen. Und da habe ich ein schönes Bundle zusammengestellt. Und zwar erstmal die zwei Haupt... Oder es gab zwei Spiele, die Hauptgründe dafür waren, dass ich es mitnehmen wollte. Das Bundle besteht aus 3, 4, 5, 6, 7, 7 Spielen. Fangen wir mal mit dem ersten Grund, Hauptgrund an, warum ich das jetzt wahrgenommen habe, dieses Angebot. Und zwar ist das dieses hier. Schau mal, das Hörnchen schaut aus, als würde das genau auf dem Ding drauf sitzen. Hier, das Hörnchen hier. So, dann... Ich werde auch die Folter spannen. Und wir sehen, es handelt sich um Castlevania... The Castlevania Adventure für den Game Boy. Ein großes Dank hier nochmal an dieser Stelle an den guten Chico, denn von ihm habe ich bei der letzten Börse die Anleitung zu dem Spiel bekommen. Und jetzt habe ich das Spiel auch noch. Fehlt nur noch die OVP. Wenn man die einzeln findet, dann viel Glück. Jedenfalls, wunderschönes Spiel. Castlevania, das erste Castlevania-Spiel auf dem Game Boy, ist quasi aber irgendwie Nachfolger der NES-Versionen. Das war nicht so ganz eindeutig zu recherchieren. Man spielt auf jeden Fall den Charakter Christopher oder Christoph. Belmont. Und der natürlich eine andere Generation von Belmonts entstammt quasi. Der aber dennoch zu dem Schicksal natürlich hingezogen ist, gegen Dracula zu kämpfen. Wie immer. Genau, ist natürlich ein solides Castlevania-Spiel, wie man es kennt, mit Springen, Schlagen, Peitschen und Power-Ups, wie man es eben kennt, und spielt sich ganz ordentlich, ist aber auch vom Schwierigkeitsgrad her manchmal doch, zieht es schon ganz schön an, was ich ganz gut finde. Du hast es auch gespielt, ne? Ja, genau, ich habe es auch gespielt. Am Flughafen. Und, wie hast du? Das war eigentlich ganz cool, so muss ich sagen. Aha, du hast es aber immer ohne Ton gespielt, ne? Stimmt. Denn die Musik muss man leider, was heißt leider, die Musik muss man lobend hervorheben, aber die ist bei Castlevania-Spielen meistens immer gut. So auch bei diesem eben. Und Castlevania. Das Gute daran ist, in diesem Bundle gab es das Spiel auch zweimal. Okay. Das heißt, ich habe es einfach zweimal bekommen. Also das heißt einfach, es war natürlich angegeben in der Anzeige und da habe ich mir gedacht, cool, zweimal nehme ich es doch gerne auch nochmal mit. Nicht schlecht. Und einmal in einer schönen Version, die ihr hier seht, und links in der Packung, links von euch hast du gesehen, ist es nochmal ein bisschen vergilbter und sowas. Das ist aber ein gutes Tauschobjekt dann trotzdem immer noch. Tauschen oder verkaufen. Genau. Das macht... Darf ich mal hier den machen hier? Das finde ich gut. Wunderschön, genau. Das ist also das erste Spiel, quasi in zwei Formen. Also ich habe ja vorhin 7 Spiele gesagt. Und mit 7 Spielen meine ich natürlich, dass das jetzt schon quasi 2 davon sind. Ach so. Also sind es jetzt noch 5 Spiele, die kommen. Und wenn es noch interessiert, das Spiel erschien 1989 auf dem Game Boy. Und was erschien noch 1989? Du? Ah, nein. Der Game Boy selbst erschien in diesem Jahr. So. Gell? Gelle? So, machen wir weiter. Kommen wir zu einem etwas weniger bekannten Spiel. Einem kleinen Puzzlespiel, das sich Othello nennt. Beziehungsweise Othello ist ja generell ein Spiel. Kennst du das, Michi? Nee, aber es kommt mir bekannt vor irgendwie. Kommt dir bekannt vor? Irgendwie so ein Hundename irgendwie. Othello ist quasi ein... ist vor allem auch nur in Japan und in Europa erschienen. Ist eine Brettspielumsetzung. Achso. Kennst du dieses, ich weiß nicht, so Dame, so ähnlich wie Dame vielleicht, das Spiel? Ich kenne es leider nicht, aber so ähnlich Mühle. Mit schwarz-weißen oder Mühle, genau. Mit den schwarz-weißen Schiebedingern. Aber es ist, glaube ich, trotzdem komplett was anderes. Ich bin leider zu dumm und zu uninformiert, um euch Othello zu erklären. Ich kann nur eben grobe Vergleiche machen. Okay. Das gebe ich auch offen zu hiermit. Auf jeden Fall ist es für eine Gameboy-Umsetzung. Gab es auch für das NES, soweit ich recherchiert hatte. Und, genau, wie gesagt, das Besondere ist einfach, dass es in Amerika nicht erschienen ist, das Spiel. Das finde ich auch komisch. Ja. Finde ich auch ziemlich, das ist also für amerikanische Sammler bestimmt ein kleines Stück, das sie haben wollen würden, als Fullset-Sammler zum Beispiel. Du kannst leider nicht doppelt, du kannst euch leider nicht anbieten.
Doch, ich hab's doppelt. Ach so. Ich habe das Spiel schon. Das ist auch ein Ding. Mein Gott. Also an alle amerikanischen Retro-Sammler, schickt uns ein Angebot. Genau. Wunderschön. Willst du die Kamera mal falsch rum aufsetzen vielleicht? So. Ja, Mann. Jetzt sieht es aus wie aus 90er-Werbung. Apropos, dann werfen wir doch hier gleich mal die Werbung rein. Guys, Cody and the gang are at the park. Playing football. With downtown Darius Jackson. Let's go! You're not going anywhere. Without your big game liquid slam. Excellent! Go long. This one's going downtown. Whoa! Whoa! Yeah. Now I got a full team. Yeah! Yeah! Liquid slam! Liquid slam! Liquid Slam! Eine tolle Werbung aus heutiger Zeit, wie ich finde. Also die wurde heute als heutzutage gemacht, also nicht jetzt nicht heute oder so, sondern vor einem Jahr oder sowas. Und eine sehr geile Werbung, die auf 90er gemacht ist. Ich war sehr begeistert, als ich gesehen habe. Man hätte vielleicht ein bisschen vorwarnen können für zart besattete Gemüter, dass sie ein bisschen brutal ist. Aber mein Gott, ich fand den Überraschungseffekt immer, finde ich immer toller, wenn man nichts vorher weiß. Ich würde gerne diese Fit-Football-Dinger essen wollen. Für diese Football-Pizzen. Die schauen lecker aus. Okay. Das Getränk nicht. Boah. Liquid Slam. Mega gut jedenfalls. Machen wir weiter in dem Bundle. Das hat sich einfach so angeboten, die Werbeblöcke einzuspielen. So, jetzt kommen wir zu einem leider etwas mitgenommenen Modul. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Vielleicht muss ich es irgendwie anders hinstellen. So müsste man es sehen. Eine linken unteren Ecke von euch. Jetzt wird er es auf jeden Fall sehen, wenn die Schärfe mitkommt. Ist leider etwas angebissen, das gute Stück. Aber es ist Solar Striker, Michaela. Und Solar Striker ist ein sogenanntes Shoot 'em Up. Ein Vertikalshooter. Shoot 'em Up. Michi, was ist vertikal? Oben nach unten. Von oben nach unten, genau. Und das heißt quasi, von unten fliegen wir nach oben und müssen eben shootermäßig den Gegnern ausweichen oder müssen sie eben abknallen. Das Besondere, was ich gar nicht wusste, ist, dass das Spiel direkt von Nintendo ist. Und zwar von RD1 diese Research and Development Abteilung bei Nintendo, die auch Metroid erfunden hat, das erste, und zu der Zeit damals dann auch erschienen ist. Genau, hat sogar eine Story, das Spiel, und zwar ist der Stern Turin, wird angegriffen von der Erde, um der Gefahr vorzubeugen, die von dem Planeten ausgeht, denn da leben Aliens drauf, die technisch fortgeschritten sind. Jedoch ist der Angriff fehlgeschlagen und die Aliens haben sich als stärker erwiesen, als man dachte. Und jetzt ist natürlich die Erde im Gegenzug in Gefahr, ne? Ist natürlich klar. Das heißt, die Erde packt jetzt quasi so ein ganz besonderes Schiff, einen Piloten aus, der jetzt ganz gegen die kämpfen muss und sowas. Also der letzte Retter quasi vor dem Weltuntergang. Und ja, ist halt ein ganz normales Shoot 'em Up. Ich habe es damals nicht gespielt, und aber scheint doch relativ gut zu sein. So, dann haben wir den Ton jetzt wieder ausgemacht für uns, damit wir ein bisschen anders, damit ihr uns besser reden hören könnt. Und wie wir sehen, sind die Aliens hier jetzt doch schon hart am Werke, wie sie auf dem Weg zur Erde sind, und wir müssen eben aufhalten, verhindern, dass sie hier durchkommen. Es sind auch nicht mehr so diese komischen... Ganz ehrlich, ist aber auch, die Menschen sind ja echt selber schuld. Warum haben die den Planeten auch angegriffen? Ne? Ich meine, wenn wir nicht angegriffen hätten, die sind zwar hier stärker als wir, oder technologisch fortgeschritten, aber trotzdem hätten wir das schaffen können. Hätten wir sie ruhen lassen können, und dann wäre vielleicht nichts passiert. Oh fuck, okay, du bist dran. Dann... Ja, du musst hier einfach schießen und rechts und links. So. Okay, dann bist du wieder dran. Oh, schade, das war schon tot. Game over, okay. Abgestürzt. Dann war das jetzt hier Solar Striker mit Live-Gameplay. Auch mal was Neues, was Besonderes. Mach ich noch kurz aus hier. So, zack. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, das wir jetzt einblenden werden. Und zwar ist das ein Spiel, mit dem ich leider nicht viel anfangen kann, beziehungsweise eine Marke, mit der ich nicht viel anfangen kann. Denn es handelt sich hier um die Reihe Yu-Gi-Oh!
O, wie ihr sehen könnt. Für den Game Boy Color. Ein Game Boy Color Spiel ist auch Teil dieses Bundles, muss man auf der Hinsicht des Preises auch mal beachten. Und zwar das Dunkle Duell. Glaube ich, heißt es. Und ja, ist halt Yu-Gi-Oh!, wer es nicht kennt, es ist ein Kartenspiel oder eine Serie dazu gibt es, über ein Kartenspiel, auf den Monster sind oder mit Monstern. Ich weiß nicht, sind in der Serie auch Monster? Auf den Karten, glaube ich, oder? Aber die weckt man zum Leben quasi dann. Die legen es auf ihre Spielblätter dann immer, dann erscheinen die immer. Ah, okay. Zu gucken, wie die richtig kämpfen. So. Also, meiner Meinung nach ist das eh alles Pokémon-Klon. Ist einfach so, egal ob es echte Monster gegeneinander kämpfen lässt und die fängst oder so, oder Karten und sowas, ist alles geklont. Aber auf jeden Fall muss man Yu-Gi-Oh! Trotzdem dafür schätzen, für das, was es ist. Eine sehr erfolgreiche Marke jedenfalls. Und deshalb gibt es auch sehr viele Spiele. Seit wann gibt es Yu-Gi-Oh! Eigentlich? Gibt es echt schon so lange seit Game Boy Color-Zeiten? Scheint so, ja. Aber ich glaube, es gab, weiß nicht, kam auf einmal im Fernseher da, ne? Das ist jetzt schon erstaunlich, ja. Ja. Auf jeden Fall, für den Game Boy Color ist es eben auch das gleiche, ein Spiel, ein Kartenspiel, bei dem man die Karten mit verschiedenen Werten und Monstern eben gegeneinander kämpft. Und man kann auch eigene Kartenmonster erstellen oder Karten. Und, aber ich kenne mich da leider zu wenig aus, um euch da jetzt wirklich eine Expertise geben zu können. Uns kommen die Charaktere aus der Serie vor, wie im Game Boy aussehen kann. Okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir das sofort. Ich habe so ein bisschen angeguckt. Okay, ihr habt ja auch jetzt ein bisschen Gameplay gesehen dazu, aber wie gesagt, keine Ahnung genau, was da jetzt alles drin ist und so. Auf jeden Fall war es Teil dieses Bundles und damit ist es auch Teil dieser Sammlung. Und jetzt kommen wir zu den zwei letzten Spielen und da als nächstes kommt das Spiel, kommt eben ein Spiel, das ich quasi eben auch dazu ausgekoren habe, ein Grund dafür zu sein, weswegen ich dieses Bundle gekauft habe. Und zwar dreht es sich um eine wunderschöne Filmumsetzung und zwar Alien 3. Ein wunderschöner Film. Ich will hier mal eine Lanze brechen für Alien 3, denn viele mögen den nicht. Gerade unter Alien-Fans ist Alien 3 ein sehr unbeliebter Film, weil er eben ein bisschen anders war und weil er die Story-Geschichte auch wirklich in eine harte Richtung gedrängt hat, indem er nämlich komplett zu Teil 2 abgeschlossen hat, was viele nicht mochten. Aber ich fände es trotzdem cool. Es ist ein guter Alien-Film. Er ist böse, er ist hart, er ist dunkel. Ich finde, es passt einfach besser zu Alien als jetzt irgendwas anderes. Auf jeden Fall kann man darüber streiten, aber ich mochte ihn sehr. Und ich mochte auch die Spielumsetzungen, die auch auf verschiedenen Plattformen stattgefunden haben, wie zum Beispiel SNES, Mega Drive, Game Boy eben, wie hier zu sehen, und auch das NES wurde damals noch bedient. Und ich würde sagen, da ich wieder das Spiel auf dem Game Boy wieder nicht gespielt habe, starten wir doch wieder ein weiteres Live-Spiel. Mit den Golden Worten. Moment. 1, 2, 3. So, Herr Greif hat uns schon gleich mal ein richtiges fieses Alien an. Nicht schlecht. Wahrscheinlich ist das im Film. Ja. Und, genau, im Film gab es nämlich nur eine Alien. Das ist nämlich das Gute am Alien, dass ein einziges sich schon richtig hart abfucken kann. Und im Teil 2 waren es einfach zu viele Aliens. Jedenfalls, Alien 3 ist für den Game Boy ein ganz anderes Genre. Alle Genres, also was heißt Genres, alle Plattformen, die bedient wurden, haben verschiedenes Gameplay bekommen, weil die Spiele auch von verschiedenen Entwicklern entwickelt wurden. Und das für den Game Boy ist jetzt, habe ich recherchiert, ist quasi eher rätsellastiger. Oh, wir sehen schon, das ist ja eine Top-Down-Grafik. Das heißt, wir sehen das Geschehen von oben. Das ist natürlich die glatzige Ripley, die wir hier sehen. Die haben nämlich Sex-Ding ab. Weil Läuse waren, oder? Genau, weil auf dem Planeten Fury Dingsbums irgendwas Läuse. Ein Läuseproblem haben. Die Jungs hier, weiß auch nicht, was sie haben. Es gibt ja noch zwei Knöpfe auf dem Gameplay, die drücke ich jetzt aber irgendwie. Kann ich nicht mit denen reden. Alles klar, ich geht aber auf. Auf den anderen Plattformen ist das Spiel sehr eher shooterlastig immer gewesen. Gerade auf dem Super Nintendo fand ich es aber auch sehr cool. Die Stimmung war auch sehr nice. Und hier ist es jetzt doch eher so irgendwie, weiß auch nicht, hat irgendwas Rollenspielartiges. Stimmt, ja. Jetzt muss ich hier mal gucken. Kann ich. Ich sterbe hier. Ah, you're lucky I found you, Leutnant. Maybe next time you should be more careful. Ah, okay, wir werden jetzt beide Ventilator gestürzt. Das kennt man aus dem Film, dass die gefährlich sind. Da ist nämlich einer dann ach komm, ich werde ja auch angesaugt. Ich merke gar nicht! Okay. Fuck. Man wird angesaugt. eben bin ich nur absichtlich reingelaufen, um es zu testen. Ich laufe mal hier unten geradeaus weiter. Was? Hilfe. Das war eine Hupe von draußen. Die Tür ist ja anscheinend verschlossen. Vielleicht muss ein Schuss erst. Ja, lustig, wie sie läuft. Ja, irgendwie schon, ne? Bisschen arrogant, bisschen hochnäsig läuft sie. Auf jeden Fall, ich bin immer froh um neue Alien-Spiele, vor allem die ich noch nicht kenne. Es gibt auch ein schönes Alien-Arcade-Spiel. Oh, okay, hier ist hart eingemockert die Gegend.
Hier sehen wir schon diese Adern auf dem Boden, ne? So, was soll ich dazu? Thank you, gentlemen. This is rumor control. Here are the facts. As some of you know... Okay, irgendwas. Okay, wenn wir gerade eingeläutet, wie ich quasi gelandet bin oder Replay. Okay. You're lucky, einfach. Energieball krass runterzogen. Okay, also immer wenn ich sterbe, landen wir quasi hier am Anfang wieder. Und das ist uns gerade der gute Mann vor dem Alien gerettet anscheinend. Gut, dann laufe ich hier nochmal kurz hier entlang. Hey, warum rennen die mir hinterher hier? Oh, ist das eine Bibliothek hier? Scheiße, ja, oder? Scheiße, ja. Ist grad scheiße, oder? Scheiße, ja, oder? Hast du eine besondere Beziehung zur Bibliothek, weil du Scheiße sagst, wenn sie ist? Du musst ja immer leise sein, zwei Finger. Also, das mochtest du nicht, okay. Okay, ja gut, soviel zum Gameplay zu Alien 3. Ich finde es auf jeden Fall interessant, auch wenn es nicht shooterlastig ist und wenn es mal ein bisschen mit Köpfchen zu tun hat, finde ich das auch gut. Und wie gesagt, nochmal hier Alien 3 sei empfohlen. Ein wunderschöner Film. So, somit Alien 3. Ich mache noch kurz hier aus. Wäre es das gewesen. Und dann kommt das letzte Spiel, das habe ich auch schon, aber allerdings in einem schlechteren Zustand. Stimmt, wesentlich schlechter. Oh, echt wesentlich schlechter sogar. Ich weiß es nicht mehr. Wenn du so redest. War es nicht angeknappert? Es war, glaube ich, angeknappert und zwar sogar Label-Defekt. Label-Defekt, stimmt. Aber jetzt, Freunde, habe ich so ein wunderschönes Label in einem fast neuwertigen Zustand. Da-da-da-da. Battletoads. In Ragnarok's World. Battletoads in Ragnarok's World ist quasi eine NES-Umsetzung. Es gab ja Battletoads, ich glaube sogar zwei oder mehrere Spiele für das NES. Und Battletoads war das erste und das ist quasi eine Portierung auf dem Game Boy. Okay. Allerdings ist dieses Spiel etwas gekürzt, denn es sind nur 7 anstatt 12 Level, glaube ich. Und das ist so ein bisschen dann verloren gegangen, beziehungsweise auf die Schuldigkeit der Modulgröße zu schieben wahrscheinlich. Also eine ganz simple Portierung oder Umsetzung des Battletoads vom NES. Du hast auch eins für den NES. Ist das dieser Teil sogar? Ich weiß es gar nicht, ob das der ist. Muss ich nochmal nachrecherchieren. Okay. Ja, storymäßig geht es natürlich darum, dass die Battletoads einen Kumpel verloren haben. Und zwar an die dunkle Dark Queen. Und auf ihrem Planeten müssen sie diese wieder beschaffen oder wieder retten. Und wollen das eben tun. Und reisen eben zur Dark Queen auf dem Planeten. Ach so, ja genau. Battletoads, wer sie nicht kennt, sind von Rare gemacht quasi, von Rareware. Okay. Oder zumindest habe ich das in Erinnerung. Das Super Nintendo-Spiel war auf jeden Fall von Rareware. Ob das vorher jetzt auch schon von Rare war? Es ist irgendwie kein Rare-Logo auf dem Modul zu sehen. Von daher egal. Auf jeden Fall sind die Battletoads angelegt an die Turtles natürlich, wie man sieht. Bloß ein bisschen härter, kräftiger und cooler, ihrer Meinung nach. Ich finde die Turtles ja trotzdem immer noch cooler. Aber auf jeden Fall in Einleihen der Turtles entstanden. Sind sie Frösche eigentlich? Genau, Toads. Und... Battletoads-Spiele sind natürlich immer sehr bekannt für ihren Schwierigkeitsgrad und so ist es auch mit diesem für den Game Boy. Was? Da muss man mögen, kann man nicht, muss man nicht unbedingt mögen, ist mit Dark Souls zu vergleichen. Also wer Dark Souls nicht mag, weil es so schwer ist, der wird auch mit Battletoads vielleicht Probleme haben. Aber naja, das sind eben die guten alten, schweren Retro-Spiele. Ganz genau. So, und hiermit hat es lange gedauert, glaube ich, ist dieses Set komplett und wir können über den Preis reden. Was würdet ihr für diese Spiele zahlen? Können wir hier nochmal alle. Also doppelt Castlevania finde ich schon mal, ist schon mal nicht schlecht. Was kostet ein Castlevania? Weiß nicht. Kann ich auch mal kurz live recherchieren. Vielleicht ein 10er? Ah, das war schon viel, glaube ich. Castlevania Adventure. 6,49 habe ich hier im Sofortkauf. 8 Euro. Oh, hier habe ich es aber auch in OVP für 8 Euro. Neu. Ne? Und aber ja gut, Modul 8 Euro, sowas rum. 6 bis 8 Euro das Modul. Also in zweimal wären wir dann schon bei 14 Euro quasi. Mhm. Und dann eben noch die anderen Spiele dazu. So, und ich habe bezahlt für diese alle Spiele mit dem Versand 15 Euro. 15 Euro. 15 Euro. Ich finde, das kann man machen auf jeden Fall. Gerade für Alien und für Castlevania hat sich das sehr gelohnt. Battletoads upgraded, auch nice. Und Punchy-Spiele habe ich doppelt. Da kann ich eben vielleicht nochmal ein bisschen, wenn man die verkauft, ein bisschen was wieder rausholen aus dem Preis sogar noch. Yu-Gi-Oh! Ist ein schönes Beiding. Solar Striker tatsächlich finde ich auch ein sehr gutes Ding. Obwohl halt eben auch nicht im besten Zustand. Das wäre auch nochmal upgrade würdig. Auf jeden Fall finde ich das sehr nice. Für 15 Euro kann man das machen. Was mitnehmen. Cool. Okay. Kommen wir zum nächsten, zur nächsten Plattform. Auch wieder Nintendo. Schon wieder. Und jetzt Nintendo. Nintendo O ist dein Thema, denn es dreht sich um das Spiel mit OVP. Aber ohne eine Anleitung, leider. Oh, okay, schade.
Pokémon Snap. Jetzt gibt es dazu eine Geschichte, denn Pokémon Snap wollte ich schon immer haben. Ich war ja auch mal sehr Pokémon-affin in meiner Jugendzeit und dann kam Pokémon Snap raus und es war aber schon damals, es war damals teuer. Einfach. Und ich war nicht bereit, so viel Geld auszugeben. Aber ich mochte die Idee mit dem Fotografieren, dass man die Pokémon quasi nicht jagt und einfängt, sondern dass man sie auf fotografischer Weise jagt. Mit Kameras habe ich ja sowieso in meinem Leben viel zu tun. Und deshalb war ich da immer sehr affin für. Hab's aber nie bekommen oder richtig durchgezogen. Ich fällt gerade mal auf, echt, wie schlecht die Bilder auf der Rückseite sind. Echt schon, weiß ich auch. Die Bildqualität, aber ist wirklich so krass. Brutal ehrlich auf jeden Fall. Und genau, in OVP, aber sogar mit dem Inlay, aber ohne Anleitung eben. Das Modul zeige ich euch auch noch schnell. Wie kann man Ragata? Genau. So, Pokémon Snap, Michaela, du kennst es ja auch. Du hast es ja damals bekommen oder gekauft. Aber nur und konntest es spielen. Daher kannst du uns auch mal schon die Informationen droppen, die es dazu und so gibt. Und zwar, in Pokémon Snap handelt es sich um einen jungen Fotograf. Toad heißt der. Todd. Genau, Todd. Und da wird eben halt von Professor Eich gebetet, er soll die Pokémon fotografieren. Auf der Insel, auf einer Insel. Ja, auf der Insel. Da gibt es zum Beispiel, es gibt natürlich dann unterschiedliche Gebiete, wie zum Beispiel Strand, Fluss, Tunnel, Wald und so. Ja, in jedem Gebiet gibt es dann natürlich andere Pokémon. Manche kommen auch öfters vor, wie zum Beispiel Pikachu. Pika! Und, genau, man sitzt eben auf so einer komischen, in so einer komischen Suppenschüssel, sag ich mal. Man fährt auf Schienen halt durchs Level. Da kann man fotografieren. Und wir können auch genau, das Ding ist Schienenlevels, ist das Thema. Genau. Das ist also quasi ein selbst ablaufendes Level. Genau. Und man bekommt natürlich auch später andere Items, um Pokémon anzulocken, wie zum Beispiel einen Apfel mit so einem komischen Giftball und auch eine Flöte, damit die schlafenden Pokémon zum Beispiel anfangen zu tanzen und so. Und dann kann man alle fotografieren. Es gibt dann auch mal ein Rätsel noch zum Schluss, weiß ich noch, um eine ganz besondere, in ein ganz besonderes Level zu kommen, wo es ein ganz besonderes Pokémon noch gibt. Aber das spoilere ich jetzt doch nicht. Also ich habe es ja Probe gespielt. Und ich muss sagen, es ist schon ziemlich schwer, fand ich. Also die Schnelligkeit, mit der die Pokémon über den Bildschirm laufen manchmal und eben teilweise auch wirklich versteckt sind. Man muss sich ja um 93 Grad kann man sich ja drehen quasi auf diesen Schienen. Und ist schon ziemlich schwer, fand ich. Ne? Man ist natürlich darauf ausgelegt, dass man mehrere Durchgänge macht, ja, klar, um eben dann mehrere Pokémon zu finden und Fotos zu schießen. Und die Fotos werden ja auch dann immer bewertet vom Professor. Quasi, wie gut ist das Pokémon platziert? Wie gut ist das Pokémon zu sehen? Was für eine Pose hat es? Was voll cool ist. Genau, das ist alles ziemlich viele Aspekte, die man da cool herausfinden kann, wie weit man sich noch verbessern kann in Fotoschießen. Und das ist ziemlich nice gemacht, muss ich sagen. Also hätte ich es damals gespielt, ich hätte es, glaube ich, gemocht. Wirklich sehr. Aber heutzutage ist natürlich die Grafik nicht mehr die beste. Pokémon ist nicht mehr das Thema für mich so richtig. Und schwierig jetzt heutzutage. Auf jeden Fall war es immer mein lang gehegter Wunsch. Dann hast du das Spiel, was in deiner Jugend. Das Spiel zu haben und zu besitzen. Genau. Wunderschön auf jeden Fall. Man kann sogar Pokémon entwickeln. Ach so. Und jetzt zum Preis. Die OVP ohne Anleitung, Modul, OVP Inlay, 10 Euro finde ich durchaus okay, das kann man machen. Die OVP ist halt natürlich ein bisschen hier... Also das ist ein Aufkleber, das ist nicht abgerissen, sondern es ist ein Aufkleber drauf, also muss man auch sehen. Ne? Das heißt, man kann da noch was retten, so. Also es ist nicht unbedingt so, dass es jetzt abgerissen wurde und nicht mehr wiederherstellbar ist. Auf jeden Fall, okayer Zustand, muss man sagen, für 10 Euro kann man das schon machen. Die Anleitung kriege ich noch für, wenn ich die Anleitung noch für 1 oder 2 Euro kriege, dann bin ich zufrieden, vollends. Du hast schon das Modul für 15 Euro immer so Börsen. Genau. Zum Beispiel. Also aber da sind eben noch Anleitungen dabei gewesen und war schon ein schönerer Zustand noch so. Aber egal. Genau, so zu Pokémon Steps. So. Oh, jetzt habe ich das Modul vergessen reinzutun. Gehen wir zur nächsten Plattform und wieder Nintendo. Ja, Nintendo ist wieder sehr gefragt bei mir, aber das wird sich vermutlich wieder bald wieder ändern. Mal abwarten. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das habe ich quasi aus der Lust herausgekauft, oder Lust und Laune, denn es war ein Angebot und es war ein Spiel, ein Modul mit Anleitung für das SNES. Also und Spiele mit Anleitung für einen günstigen Preis nehme ich doch immer gerne entgegen, auch wenn ich das Spiel nicht wirklich kenne. Aber es sah zumindest verdammt cool aus. Also die Packung sah cool aus und ich habe gleich gedacht, irgendwie das könnte was für mich sein. Ich habe dann festgestellt, dass das Gameplay doch relativ simpel ist. Ich habe mir dann ein bisschen was Actionreicheres vorgestellt. Aber ist okay, es ist alles legitim. Und zwar dreht es sich um das Spiel Arkanoid. So, ihr seht ein Raumschiff. Ihr seht einen Planeten, ihr seht ein dunkles Gesicht oder ein gesichtartiges Wesen im Hintergrund und Planeten schießen, Laserschüsse und man denkt natürlich, geil, das ist ein geiles Shoot-em-up im Stile von Solar Striker. Ist es leider nicht. Denn ist es leider nicht. Aber, jetzt mal hier kurz mit Anleitung, kriege ich da auch noch irgendwie reingebaut.
Ja, es ist wunderschön. Auf jeden Fall, der Beweis, die Anleitung ist da. Solar Striker ist ein, was, wie soll ich es nennen eigentlich? Nicht Solar Striker. Nicht mein, natürlich, Arkanoid. Arkanoid. Ist quasi, wer kennt ihr das Spiel Breakout? Mir, kennst du das Spiel Breakout? Nein. Breakout gab es für eine, ist eine Arcade gewesen früher und wurde auch für den Atari umgesetzt und es ist ähnlich Pong. Es ist ähnlich Pong und zwar ist es, wenn man in zwei spielt, ist es so. Du steuerst im unteren Bildschirm rein eine Plattform von links nach rechts und ein Ball schwingt hin und her. Und du musst natürlich versuchen, den Ball im Spiel zu halten, dass er nicht an dir vorbeigeht und musst ihn quasi immer gegen die Wand donnern. Und die Wand wird immer weniger oder die Puzzleteile werden immer weniger quasi. Und das nennt sich Breakout, glaube ich, von damals. Ich bin ja nicht ganz versiert in diesem Thema, in dieser Thematik, aber dann gab es auch noch Arkanoid. Und das, was wir hier haben jedoch, ist Arkanoid Do It Again. Und Do It Again, also D-O-H, ist der Bösewicht quasi im Spiel. Ach, der Doe. Der vielleicht. Ja. Der Doe. Und der Doe, ganz böse Sachen, nämlich verarscht er uns quasi. Denn es ist, das Spiel ist zwar sehr simpel vom Gameplay her, aber es hat eine tiefe Story oder eine sehr ausführliche Story, muss ich sagen, mit cineastischen Inszenierungen und ganz viel Text und Erklärungen. Und zwar ist es so, wir steuern ein Raumschiff, das auf der Suche nach einem neuen Heimatplaneten für die Menschheit ist quasi. So. Und wie gesagt, zum Vorgänger kann ich auch gar nichts zu sagen, da dies ja anscheinend ein Nachfolger ist. Und auf jeden Fall wird uns da ein Planet vor die Nase gesetzt, mit gesagt, hier, der ist ganz schön, gute Luft und so und alles hin und her. Und unser Schiff schickt dann quasi eine Drohne raus. Und diese Drohne, das ist das Ding, was wir dann steuern quasi später, was nach links und rechts fährt. Und das ist eben quasi dann das Ding, das Ziel, diesen Planeten eben zu erforschen in Form dieses simplen Minispiels oder dieses Spiels, was verschiedene Level hat. Und am Ende stellt sich eben raus, oder am Ende des ersten Levels oder der ersten paar Levels, stellt sich raus, dass dieser Planet von Doe erschaffen wurde, um uns zu verarschen oder uns zu erfangen quasi. In irgendeine Falle zu locken jedenfalls. Soweit die Story erstmal. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Verzeiht mir bitte etwaige Inkompetenz. was die Erfahrungen zu dem, oder was die Story zu dem Spiel beinhaltet. Auf jeden Fall war ich sehr überrascht von dem Gameplay und dem der inszenierten Story und dem Coverart. Das ist schon alles sehr widersprüchlich, aber trotzdem finde ich es irgendwie cool, muss ich sagen. Und für mit Anleitung, für dieses Modul mit Anleitung 9,50 Euro und dem Versand fand ich das noch okay. Es kann etwas überteuert sein, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall fand ich das trotzdem nice. Vor allem mag ich auch dieses Spielprinzip. Es gibt ja etwaige andere Ableger dieses simplen Spielprinzips. Okay. Und ich fand es immer cool eigentlich mit diesem Ball gegen die Wand donnern und sich eine Reaktionszeit dann bekommt. Der Ball wird ja auch immer schneller mit der Zeit. Und dann fliegt er irgendwann einmal vorbei. Aber es gibt auch verschiedene Power-Ups, mit denen man quasi sich selbst länger machen kann. Ah, also diese Linie. Okay. Und genau. Ziemlich, ziemlich okay und nice. So. Arkanoid. Jetzt kommen wir zum letzten Spiel dieser Folge. Okay. Ebenfalls für das SNES. Und, wieder eine Herzensangelegenheit von mir, denn dieses Spiel habe ich in meiner Jugend auch gespielt und ich glaube sogar über meinen Bruder öfters. Okay, also ausgehen erst, oder? Und genau, und es war sehr, sehr schön, es war sehr lustig auch teilweise. Wir haben uns selber Spaß draus gemacht. Jedenfalls ist es von, und vor allem ist es von einem großen Hersteller, von dem man solche Spiele auch gar nicht mehr erwartet heutzutage zum Beispiel. Ich werde euch das Spiel mal zeigen. Spiel nennt sich Black Hawk oder in Englisch Black Thorn und ist von Blizzard Entertainment, bekannt durch große Spiele wie Diablo oder Warcraft oder World of Warcraft oder Overwatch? Blizzard? Glaube ich auch, ja. Overwatch. Und genau, 1994 erschien, zur gleichen Zeit als das erste Warcraft-Spiel erschien, was man auch wirklich erkennt. Denn das Gegnerdesign, muss man sagen, ist wirklich sehr, sehr angelehnt an Warcraft. So Goblin, Ogre oder wie nennt man die? Ach, die haben einen anderen Namen, ist egal. Auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Man spielt den jungen Kyle, der quasi vor 20 Jahren weggeschickt wurde von seinem Vater aus dem Land Thule. Okay. Und das Land war im Umbruch und das Schloss wurde fast eingenommen. Und um ihn zu schützen und auch den Stein des Lichts oder Lichtstein zu schützen, glaube ich, wurde er quasi von einem Zauberer wegteleportiert und wurde 20 Jahre für sich gelassen quasi. So, und nach 20 Jahren sehen wir, dass Kyle am Straßenrand steht und mit seinem Rucksack und quasi mitgenommen werden will. Also vielleicht ein nicht ganz so anspruchsvolles Leben führt. Und plötzlich
eine Teleportationskugel über ihm erscheint und ihn erfasst. Und dann kommt er zurück nach 20 Jahren zurück in das Land Thul, um dort seiner Bestimmung nachzukommen, nämlich vermutlich das Land zu retten und auch König zu werden oder so, denke ich mal. Auf jeden Fall landen wir dann plötzlich im Spiel, haben eine Knarre dabei, eine Shotgun am Rücken und können dann quasi und müssen quasi uns jetzt durch die Levels quasi in allerbester Flashback und Prince of Persia Manier bestreiten. Das ist ziemlich cool. Wir können mit der Waffe schießen, wir können uns verstecken, wie ein Flashback, also kurz so rückwärts gehen, also uns zurückhalten, in Deckung gehen, meine ich natürlich, und können natürlich dann auch uns rollen, springen und alles wirklich sehr vom Grafikstil her wie Prince of Persia. Und wir können mit den Leuten reden auch. Und das Ganze hat einfach auch richtig geile Atmosphäre. Das ist richtig düster und irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat irgendwie, ist einfach geil, muss man sagen. Denn diese Atmosphäre, sie findet man nicht oft in Spielen. Und gerade in diesen, also gut, Flashback war auch schon ziemlich nice von der Atmosphäre her. Aber ich finde es gerade auf dem Super Nintendo immer wieder toll, solche alten Perlen zu entdecken. Sei hiermit sehr empfohlen, Black Hawk oder Black Thorn. Kam auch für den PC, glaube ich, raus. Und auch in mehreren Versionen, aktuellen Versionen und auch noch für andere Sega-Konsolen, glaube ich. Auf einer Sega-Konsole zum Beispiel, glaube ich auch, Sega 32 oder irgendwie sowas, habe ich irgendwie gelesen kurz. Da war es sogar so, dass es ein paar mehr Level gab sogar. Oh, das war richtig krass. Das fand ich auch ziemlich krass, in Erfahrung gebracht habe, dass es da mehr gab als bei den anderen Versionen. Ich finde es aber komisch vom Namen her. In Deutschland ist es Black Hawk, also schwarzer Falke, und im Englischen heißt es Black Thorn. Dunkler Thron, oder? Nee, Thorn heißt ja Dorn, glaube ich. Also Dunkeldorn. Dunkeldorn? Dunkeldorn? Dann Schwarzdorn meine ich natürlich, Blackdorn. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sei es sehr empfohlen und ich mochte es wirklich sehr. Das Coolste an dem Spiel ist einfach, man kann blind nach hinten schießen. Also du kannst einfach geradeaus schauen und nach hinten schießen, einfach so als schnelle Reaktion quasi. Und man kann, ab und zu hängen mal ein paar Leute an Ketten irgendwo rum, die kann man auch mal schießen. Das ist ziemlich cool. Nicht retten, ne? Du kannst sie hängen lassen, aber freimachen kannst du sie nicht. Du kannst sie nur erschießen und von ihrem Leid erlösen quasi. Okay. Das fanden wir damals schon sehr lustig und war ziemlich cool. Also ein cooler Move. Ich glaube hier die deutsche Version, die ich hier habe, die ist aber auch zensiert. Die hat, glaube ich, grünes Blut. Ich weiß nicht, ob man das umändern kann in der Option oder ob das irgendwie mal in der anderen Version liegt, dann auf jeden Fall. Naja, wenn ihr da vielleicht noch irgendwas wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare zu Black Hawk und Black Thorn. Okay, dann, ach so, der Preis, natürlich. Ich habe mir dieses Modul aufgrund der nostalgischen Gefühle, die ich habe, habe ich mir etwas mehr kosten lassen. Und zwar habe ich das mit dem Versand, habe ich dafür gezahlt. Ist aber auch nicht so leicht zu finden, muss ich sagen. Also wirklich ist immer ein guter Preis. Also schon um den Preis rum, dreht sich aktuell auch gerade, ist 18 Euro. 18 gewesen. Für ein Modul mache ich selten oder seltener für nur fürs Modul. Ich hätte natürlich gerne noch die OVP und hinten ist auch nicht unbedingt so wunderschön gewesen noch. Kann man ja noch upgraden und ja, gut. Wie gesagt, wenn die Verfügbarkeit nicht so unbedingt da ist, schwierig abzugraden. Aber auf jeden Fall mit der Packung ist es noch ziemlich nice. Blackhawk, okay. Dann war's das. Also ich muss noch machen. Dann war's das, okay. Mit Folge 19. Die nächste Folge wird eine runde Folge. Ich hoffe, die wird auch wirklich 20. rund. Dann sind wir nämlich 20 Wochen dabei. Ich drücke die Daumen für uns und für euch. Ich habe meinen Traum gedrückt. Und sage Dankeschön für euer Zuschauen, für eure Kommentieren und für euer das Likes. Beisein und generell euer Support. Vielen, vielen Dank. Und dann verabschieden wir uns hiermit. Bis zum nächsten Mal. Seid wieder mit dabei. Ciao, ciao. Ciao, ciao.